Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part Let's Play DMC Devil May Cry, dem Reboot der Serie. Ja, wir mussten im letzten Part Cat sehr schmerzlich zurücklassen und wie es jetzt weitergeht, sehen wir jetzt. Auf geht's, Mission Mensch, des Teufels Spiele. Los geht's. Sag seinen Namen. Sag seinen Namen. Vater? Vater. Ich habe keine Ahnung, wer du bist oder warum du dumm genug warst, mich anzugreifen. Doch ich weiß, dass du diesem Mädchen etwas bedeutest. Und ich wette, sie ist auch dir wichtig. Und ich weiß, dass du mit dem Nephilim zusammenarbeitest. Ich will den Nephilim. Du willst das Mädchen. Lass uns doch einfach tauschen. Interessant. Interessant? Mondus weiß weniger, als ich dachte. Er kennt meinen Namen, doch das ist alles. Er weiß nicht, dass wir Brüder sind oder ich ein Nephilim. Sie ist stark, hat durchgehalten. Ja, das hat sie gut gemacht. Aber wir können sie nicht retten. Was meinst du? Glaubst du ernsthaft, dass ich dein Leben gegen ihres eintauschen würde? Das sage ich doch abgesehen nicht. Vom Fakt, dass du mein Bruder bist, bist nein, du der Schlüssel zum Sieg. Nein, ich sage nicht, dass wir mich gegen sie eintauschen. Wir sollten einen anderen Tausch anbieten. Cat gegen Mundus Weib Lilith. Warum würde Mundus sich um eine seiner Huren scheren? Weil er sie geschwängert hat. Was? Woher willst du das wissen? Als ich am Turm war, habe ich einen Dämon namens Phineas getroffen. Er wusste es. Ja, ich kenne den Namen. Das ist ausgezeichnet. Wir haben Zugriff auf Mundus' ungeborenes Kind? Das ist genau, was wir brauchen, um ihn herauszulocken. Nein, wir nutzen es, um Cat zu befreien. Das ist Wahnsinn. Du würdest die Zukunft der Menschheit für ein Mädchen riskieren? Cat ist durch die Hölle gegangen, um uns zu schützen. Wir finden einen Weg, um Mundus zu finden. Ich werde sie nicht zurücklassen. Verstehe. Okay. Wir folgen deinem Plan, Bruder. Dort ist er. Mundus Hure Lilith führt diesen exklusiven Club für die High Society in der Innenstadt. Da treffen sich Berühmtheiten, reiche Säcke, Banker, solcher Leute. Es fließen massenhaft dämonische Substanzen. Sie macht die armseligen Würmer süchtig. Und das Zeug verwandelt sie in seelenlose Sklaven. Hey! Sie wird heute Nacht dort sein. Du kommst nicht rein. Nur geladene Gäste. Jetzt schon. Der
Sohn des Spader, den Mundus tot sehen will. Wenn ich Mundus seine Leiche liefere, wird er mich lieben. Was meinst du, Kleines? Sollen wir erst ein wenig mit ihm spielen? Dante, Sohn des Spaders. Normalerweise lassen wir keine Helden hier rein. Aber ich habe schon so viel von dir gehört. Ich konnte einfach nicht darauf warten, zu erfahren, wovon alle erzählen. Okay, Lilliot, wir werden dich mal eben schön ausrotten zusammen mit deinem Kind, weil du bist ja die Brut der Hölle. Oder du trägst zumindest die Brut der Hölle in dir und das können wir nicht zulassen. Ach, halt die Klappe. Halt die Schnauze endlich. Alter, was geht mit der Oha? Okay, nur noch rote Waffen. Ich wechsle mal auf die Handschuhe, weil es geht irgendwie leichter, mit denen nur zuzuschlagen. Jawohl. Richtig schön ein auf die Ömme. So, und jetzt können wir wieder hier unsere super tolle Axt wählen. Yes. Bams und zack. Na toll. Ein blauer Engel oder was? Nix da. Nicht für dich. Haha. Guck mal, was soll ich jetzt machen? Den hier. Und ihr könnt alle gar nichts. So. Verzisch dich. Mädchen. Und Bams. Oh, komm her. Wo ist das Vieh denn? Ach da. Da haben wir doch. Weg und down. Ja, sehr schön. Ah, da haben wir ja noch einen. Interessant. Sag schon, Dante. Was führt dich hierher? Die Musik? Der Champagner? Die Mädels? Oder hat es etwa was mit diesem dürren, kleinen, verwelkenden Blümchen zu tun? Ich bin nur wegen dir hier. Verdammt, komm hier runter. Ich würde ja, Dante, aber wie soll ich das sagen? Du hast nicht mein Niveau. Die sieht so hässlich aus. Welches Niveau kann die schon haben? Menschen und Dämonen. Heute bieten wir euch ein aufregendes Ereignis. Die Tanzfläche wird zur Arena. Nett. Na komm her. Du auch. Ja, einmal bitte. Geh mal runter. Dankeschön. Geht doch. Ich mach dich mal eben platt, du fettes Elend. Ey. Wie hat er das denn gemacht? So, zack. Und tschüss. Einmal weg. Dankeschön. Komm mal bitte her. Mann. So. Einmal weiter hier. Geht doch. Warum nicht gleich so? Komm. Fahr zur Hölle. Geh doch mal weg, Mann. So. Schön in der Luft immer. Das passt schon so. Ätschi, bätschi. So. Down. Na, was sagt er jetzt dazu, Leute? Hier geht's doch ab. Oh, wie habe ich das denn gemacht? Lol. Okay, nice. Eigentlich habe ich mich gerade getroffen gesehen, aber okay, hey. Ich beschwere mich doch nicht, Leute. Na, verzisch dich. Mich trifft hier niemand mehr. Ich bin der Dämonenjäger Nummer 1. Ah, komm schon. Verschwinde, du Ass. Und Schnetzel, Schnetzel. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst, was? Ich werde es ja hoffentlich herausfinden. Nun, wir können ja ein wenig umdekorieren. Ja, irgendwie langweilt die mich. Ja, super. Ich habe keine Zeit für deine Spiele. Ja, soll ich mich jetzt freuen? Ey. Einmal jetzt hier. Na? Warum macht er das nicht? Moment eben. Ach so. Einmal zack. Willkommen bei der Teufel hat Talent. Ist ganz einfach, Tante. Überleg und du erhältst eine Audienz mit mir.
Was natürlich nur heißt, dass ich höchstpersönlich dein Gehirn rausreiße. Aber wenn du versagst, stirbst du und deine kleine Schlampe. Oh Mann. Dass du die Macht von Himmel und Hölle in dir hast. Sollen wir das mal auf die Probe stellen? Ja. Also, einmal hier Himmel, Hölle. So. Ist ganz einfach, man muss einfach nur nach den Farben gehen und dann die Teufelswaffe wählen und Engelswaffe. Die erste Runde wird für einen gut ausgestatteten Kerl wie dich ein Zuckerschlecken sein. Sag mal an. Ach, das wird nicht. Oh oh. Oh oh oh. Wir müssen aber unsere Teufels- und Engelswaffen im Auge haben. Und da demnach taktieren. Na, komm hier, ein Uppercut. So. Kommst du her? Oh, jetzt einmal hier bitte meine Engelswaffe. Sehr schön. So geht das natürlich auch mal. Ich hab mal hier mal ein paar Sachen kombiniert. Gezwungenermaßen. Coole Nummer. So. Jetzt schnell die Teufelswaffe wieder an. Passt doch. Bams. Na, wo lang? Ah, Moment, hier ist doch... Ah, seht ihr, so einfach geht's. Und Bams. Verdammt. Ja, witzig. Weißt du eigentlich, wie schwer das hier ist? Die ganzen Blöcke sind instabil. Und außerdem... Wenn ich den Flug zu weit mache, kann ich auch mal rüberfallen, ne? Aber, kümmert... Nein, seht ihr, das habe ich gemeint. Ah, was kümmert dich das, Liliot, ne? Ha, du hast deinen kleinen Mundi-Mundus. Bist damit schon glücklich. Aber ich nicht. Ich will euch beide zur Hölle fahren lassen. Einfach alleine schon das, was ihr jetzt für... Was ihr Cat angetan habt, kann ich nicht zulassen. Von 7. Wie schnell bist du? Du hast 30 Sekunden, um meinen erbärmlichen Dingern ein Ende zu setzen. Wunderbar. Los geht's. Kein Thema. Ich gehe einfach jetzt in den Dämonenmodus und mach sie alle platt. So, platt. Einfach hier oben. Zack, zack, zack. Einmal weg. Dankeschön. Hier auch nochmal. So, Bams. Das war's, das hätte ich auch ohne Devil Trigger geschafft, mal ganz ehrlich. Das war ja lachhaft. Lachhaft, Liliot. Für diesen Scheiß habe ich keine Zeit. Ja, echt jetzt. Sollen der Scheiß. Sobald Mundus mit dir fertig ist, wird sie nichts mehr spüren. Gar nichts mehr. Ach, jetzt halt einfach mal die Schnauze. Wir wollen einfach nur Cat befreien, also lass es gefälligst zu, du Mistvieh. Bist eh ein Dämon. Oh Mann, ey. So, komm, machen wir das jetzt einfach mal so. Haben wir uns einen kleinen Weg erspart. Na, warum geht die Kamera hier immer rum? So. Runde 3 von 7, schon beinahe die Hälfte. Was denkt ihr, liebe Feiernde? Sollten wir die Sache etwas aufpeppen? Was willst du denn mir aufpeppen, Mädchen? Hä? Komm her, ich mach dich fresh. Oh oh, wieder schön in die Teufelswaffe hier gehen, sonst sind wir down. Bams, jetzt schnell Engelswaffe. Danke. So. Maul halten hier, bin ich der Chef im Ring. Also, gehorch mir. Oh, hat ja echt gut geklappt. Nicht schlecht, hier bekommst du einen schönen Uppercut. Oh, ah, na. Oh, das war verdammt knapp. Ey, das Vieh hat mich auch noch getroffen. Gibt's ja gar nicht hier. Und Bams. Und zack. Komm her, gib ihm aufs Maul. Oder ihr, ihm, keine Ahnung, was hier der Dämon ist. Für ein Geschlecht. Na also, auf geht's, nächste Runde. So lange überleben nur wenige. Mein Glückwunsch. Scheint, als ob der Teufel seinen Superstar gefunden hat.
Tja, ich bin sowieso der Superstar, das wissen auch meine Abonnenten. Das ist erst einmal richtig interessant. Sollen wir die Lichter ausmachen? Also man muss ja mal wirklich immer sagen, was hier Capcom erschaffen hat, ist einfach, zusammen mit Ninja Theory natürlich, ist einfach göttlich. Ja, wenn man sich das mal so anguckt, die Ideen und so die Aufmachung von DMC des Reboots ist echt geil. Nein, jetzt bin ich gesprungen und dann fällst du einfach runter oder was? What the fuck? Ja, verdammt. Ja, komm. Was ist denn jetzt los? Hallo? Lass mich hier runter. Sterben. Ey. Was ist das denn? Ist das ein Bug? Nee, ne? Die lassen mich jetzt wirklich so lange runterfliegen, oder wie? Nein. Was ist das? What the fuck? Hä? Vom letzten Checkpunkt aus neu starten. Geht ja nie anders. Was war das denn? Hä? Was war das? Sind wir einfach mal so kilometerweit runtergestürzt? Okay. Strange und kurios, Leute. Einfach mal runter. Nett. Gut. Das hat mich jetzt echt gerade ein bisschen aus der Raison gebracht. Aber okay, ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part DMC und ja, auf bis zur nächsten Folge, ne? Ich hoffe dann ohne sowas. Also ich werde da gucken, dass wir nicht nochmal runterfallen. Versprochen. Bis dann, euer Let's Play E-Gamer.